Wir sind jetzt im neuen Level angekommen und Ihre Patienten sollten immer glücklich sein. Behandeln Sie sie effizient, reduzieren Sie die Ablebensfälle auf das absolute Minimum. Logisch, Krankenhaus. Sollte man nicht darauf spekulieren, dass viele sterben. Ihr Ruf steht auf dem Spiel, klettern Sie auf der Karriereleiter möglichst weit empor. Sorgen Sie sich nicht um das liebe Geld, haben Sie einen guten Ruf, kommt das von ganz alleine. Jetzt können Sie Ihre Ärzte besser ausbilden und deren Fähigkeiten verbessern. Ihr Personal wird dann auch mit schwierigen Fällen fertig. Schrauben Sie Ihren Ruf auf mehr als 400. Also, was dieses Briefing uns gerade sagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, selber Ärzte und, ja, doch Ärzte auszubilden. Ich glaube, Schwestern kann man dann auch ausbilden. Ich bin mir jetzt gerade aber nicht sicher. Also Ärzte auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir uns einen, in Anführungsstrichen, Billo-Arzt einstellen, der eigentlich nichts weiter kann, als theoretisch nur in der Allgemeinmedizin angestellt zu sein, kann man ihn jetzt in den Ausbildungsraum stecken, zusammen mit einem Ausbilder, der halt eben zum Beispiel begnadet ist für Psychiatrie oder für OP oder was auch immer. Und derjenige, der halt eben nicht so geskillt ist, kann dann quasi von dem anderen Arzt lernen, kann halt besser werden, kostet uns dann meines Erachtens aber weniger als der, den wir quasi so eingestellt haben, weil wir den jetzt selber ausgebildet haben. Also das ist nicht verkehrt, weil dann hat man rein theoretisch nie einen Mangel an Spezialärzten, sondern wenn man es richtig anstellt, kann man theoretisch jeden seiner Ärzte dazu bringen, dass er Psychologe ist oder halt eben auch forschen kann, ne? Also da hat man dann quasi keine Engpässe mehr. Das ist der Vorteil an selber ausbilden. So, und wir legen jetzt einfach mal los. Wir haben jetzt hier nur ein kleines Krankenhaus, aber wir können es theoretisch noch erweitern, weil hier drüben ist noch genügend Fläche, wie wir sehen. Hier unten ist auch nochmal Fläche. Ich muss erst mal wieder gucken, wie war die Steuerung nochmal, weil wir haben hier jetzt mittlerweile schon seit 3 Wochen nicht gespielt. Ich gehe mal gerade auf den Stadtbildschirm und hier sehen wir, was wir uns dazu kaufen können. Alles, was rot ist, können wir uns dazu kaufen. Es sind insgesamt 4 Gebäude. Kostet 5.700, 5.400, 6.750 und 11.400. Aktuell haben wir nicht so viel Kohle, dass wir uns das kaufen bräuchten. Beziehungsweise, also wir brauchen es aktuell nicht zu kaufen, weil wir haben noch genug Platz. Wir haben ja noch nicht mal angefangen. Und bevor ich jetzt mir hier noch weiter den Mund fusselig rede, ich habe schon wieder das Gefühl, dass es gleich so weit sein wird, dass ich Fusseln an der Schnute habe, fange ich jetzt einfach mal an und baue meine erste Allgemeinmedizin. Wir machen es diesmal ein bisschen anders. Habe ich mir gerade so überlegt, ich mache es jetzt einfach mal ein wenig spartanischer. Platz haben wir theoretisch jetzt hier nicht so viel, aber für unsere Zwecke reicht es. So, wie bin ich jetzt nochmal in das Menü gekommen? Gar nicht. Ich bin so doof zum Menü benutzen. Bank, Tränkeautomat, Feuerlöscher, Heizkörper, Pflanze. Bank wollte ich jetzt eigentlich noch nicht kaufen. Getränkeautomat eigentlich auch noch nicht. Ich wollte erstmal noch das Zimmer. Nein, ich möchte es noch nicht eröffnen. Ich habe noch nicht mal fertig gebaut, Junge. So was. Kann ich das dahin? Ja. Pflanze. Wenn ich Pech habe, kriege ich sie nirgendwo mal hin. Komm schon, lass mich doch die Pflanze noch dahin stellen. Nein, das war. Nö, shit. Ich glaube, ich habe sie außerhalb des Raums gestellt. Genau. Ich stelle sie dahin. So. Guti. Wir bauen am besten gleich eine zweite Allgemeinmedizin, weil, wenn mich nicht alles täuscht, geht es ab diesem Level drunter und drüber. Was die Patienten angeht. So, also wir kriegen jetzt mehr Patienten auf jeden Fall. Und da ist es nicht verkehrt, direkt eine zweite Allgemeinmedizin zu bauen. Was drüber? Huch, nee. Wie komme ich nochmal in dieses... Ah, Mist. Habe ich wieder abgerissen. Ich bin ein Hammel, ey. So, nochmal. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ich in dieses Menü komme. War das mit Select? Ich weiß gar nicht. Nein, ich möchte nicht eröffnen. Verschwinde. Komm ich... Ah, mit Select war's. Okay, Feuerlöscher, Heizkörper, Pflanze, Mülleimer. So. Wie gesagt, habe ein paar Tage nicht gespielt, deswegen habe ich die Steuerung komplett vergessen. Machen wir den Heizkörper dahin und die Blomme. Blomme kommt dahin. Will einmal dahin, fertig. So, wir brauchen dann theoretisch noch eine allgemeine Diagnose. Die passt perfekt hier oben hin. So, Und so. Dann die lustig bunte spanische Wand. Und das Ding. So. Feuerlöscher, Heizkörperpflanze, Mülleimer. Ihr kennt das Spielchen, hab's ja schon mehrfach gesagt. Ich kaufe immer alles, was man hier so reinstellen kann, damit einerseits halt eben der Wert von so einem Raum höher wird und damit andererseits die zum Beispiel auch nicht frieren, weil frieren wäre doof. So, Rezeption, Bank. Nehmen wir gleich mal ein paar mehr. Getränkeautomat, Feuerlöscher, Heizkörper, Pflanze. Wir nehmen gleich zwei davon. So, und dann fangen wir mal an und stellen hier mal so ein paar Bänke vor die Räume. Wir sehen die zwar jetzt nicht, aber das ist auch nicht so wild. Müssen wir auch nicht immer alles sehen. Hauptsache, die Leute haben Platz zum Sitzen und können hier ihre Nuggets chillen, sozusagen. So, die Rezeption baue ich jetzt hier unten hin. Das ist ein guter Platz für den Eingang, sage ich jetzt mal. So, Heizkörper dahin. Nein, ich möchte immer noch nicht eröffnen. Meine Güte, wie penetrant kann man denn sein? So, Pflanze daneben. Passt. So, Behandlung, Diagnose. Was haben wir noch in der Diagnose? Psychiatrie. Wir brauchen auch wieder eine Psychiatrie für die Menschen mit seelischen Problemen. Seelischen Problemen. Mann. So. Das machen wir dahin. Dann auch wieder diese lustig bunte spanische Wand. Das Couchobjekt. Na super, ich bin ja noch gar nicht fertig, du blödes Spiel. Junge. So, wir nehmen auf jeden Fall hier wieder Lord Skeletor mit. Bücherregal, Pflanze. Und das soll das mal reichen. Mülleimer lasse ich jetzt hier mal weg. Muss man nicht überall reinstellen. Ist ja auch nicht vonnöten. So, das Bücherregal kommt hier in die Ecke. Und Lord Skeletor kommt hier mitten in den Raum. Läuft. So, Psychiatrie benötigt einen Psychiater. Ja, ist klar. Ich habe ja noch keine Leute eingestellt. Wie wäre es mit Ärzten erstmal? Loyal und freundlich. Nehmen wir. Wir wollten mal gucken, ob wir eine Daniela haben, ne? Haben wir eine Daniela? G. Stahlhut. Vorsichtig und verlässlich im Notfall. Meierkamp, Perfektionist, der nicht aufgibt. Ich nehme die billigere. Kostet uns weniger. Macht aber genauso gute Arbeit. So, Prioritäten setzen. So, wir haben hier einen, ein Psychiater, genau. Der gewissenhaft passt auf. Der kommt hier oben rein. Und jetzt habe ich keine Ärzte mehr. Yippie. Die Anmeldung ist keine Wechselstube. Ach nein, scheiße, das ist ein Forscher. Ah, das ist ein Forscher und kein Psychologe. Naja, egal. So. Gut. Damit haben wir unsere ersten Leute eingestellt. Ich weiß gar nicht, wo die Patienten... Ach, die kommen von hier oben. Shit, da hätte ich die Rezeption dahin stellen müssen. Na gut. Dann stelle ich die nach hier oben. Ich habe nicht gewusst, dass der Eingang da oben ist. So, macht aber nichts. Dann geht die jetzt, die geht, glaube ich, freiwillig da nach da oben und macht ihr Ding. So, wir gucken mal, was können wir noch Schönes bauen? Wir bräuchten noch eine... Was? Nehmen Sie Kassen und Privatpatienten. Dadurch, dass wir uns wahrscheinlich in den USA befinden, sind wahrscheinlich alles mehr oder weniger Privatpatienten. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, eine Station. Ich weiß gar nicht, in den USA, ich glaube, da möchte man nicht leben in diesem ganz seltsamen Konstrukt von Krankenkassensystem und hast du nicht gesehen. Also das ist, nee, muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, wo man alles selber bezahlen muss, nee, das ist, glaube ich, nicht so erstrebenswert. Bett, dahin? Pflanze. Probieren wir noch zwei Betten reinzukriegen. Müsste klappen. Jupp. Und die Pflanze stelle ich mitten in den Raum, weil ich es kann. Alles mit Pflichtversicherung ist die Staaten... Was? Ist die Staatenkommunismus? Ist für die Staatenkommunismus. Achso, ja. Stimmt, genau. Also die sind da, die Amis sind da so ein bisschen, naja, anders als die anderen kleinen Mädchen. Sollen sie machen, ich muss da nicht leben, von daher ist mir das wurscht. So, Heizkörper und das. Huch, da ist glaube ich gerade jemand... Ah ne, da wartet jemand auf Behandlungsmöglichkeit. Wir haben noch keine Pharmatheke. Ja, warte doch mal, ich bin noch gar nicht fertig, Junge. So, hier eine Bank und da eine Bank und da eine Bank. Oh, Spiel ruckelt gerade, wie Sau. Ich weiß nicht warum. Bitte zur Standarddiagnose. Hallo, was soll denn das? Gerade ist nicht schön. Ruckelt gerade wie Sau. Weiß nicht warum. Jetzt geht's wieder. Wir brauchen auf jeden Fall eine Dingens hier. Ich fühle mich gerade schon wieder so ein kleines bisschen gehetzt. Das liegt aber einfach an dem Spiel, weil das macht einfach sowas mit einem. Also, dass man sich so ein bisschen gehetzt fühlt. Weil man irgendwie versuchen muss, am Anfang so viel wie möglich direkt zu haben. Um, ja, Leute direkt behandeln zu können. Ist halt normal, ne? So, jetzt kommt man so. Einmal. Und rein damit. Rein damit. Rein damit. Perfekt. So, nein, ich wollte nicht Select drücken, ich wollte eine Schwester einstellen. Haben wir eine Schwester Daniela? R. Eckholz, Perfektionist, der nicht aufgibt. Oder P. Richtheim, tolles Durchhaltevermögen, lässt sich nicht unterkriegen. Ich nehme die. Die passt. So, wie kommen wir jetzt nochmal zu diesen Berichten? Wie bin ich denn nochmal hingekommen? Wie war denn das nochmal? Ah, hier, neuer Zustand, Saumagen, Ursachen, Mittagessen mit Staatsoberhäuptern. Symptome, der Patient hat zwar keinen Hunger mehr, aber auch keine Lust auf Politik. Therapie, eine Schwester verabreicht Chemikalien. Jo, weiter mit. Schon krass, wenn man bedenkt, dass Europa die Staaten quasi geboren hat. Oder die Amerikaner. Wie meinst du das? Meinst du wegen hier Kolumbus oder was? Der das neue Land entdeckt hat. So, ein Vorfall bei die stinkige Stinktier GmbH. Patienten 3, Krankheit, Durchfall, Medikamentenwirksamkeit 90%, maximaler Bonus 1500. Nehmen Sie den Notfall an, Warnung, es besteht ein Risiko von 10%, dass sich der Patient... Wir werden hier leider im Dunkeln gelassen, was mit dem Patient passiert. Na gut. Liebt das Risiko, dumm und verantwortungslos? Nein, die möchte ich nicht. Ich möchte eine andere Schwester haben. Bitte. Die Briten, die ausgewandert sind, waren Europäer, die keinen Bock mehr auf Europa hatten. Ach so. Verstößt gegen die Hausordnung. Wichtige Durchsage. Ja, jetzt habe ich sie eingestellt. Na, egal. Jetzt habe ich sie doch eingestellt. Ist egal. So, gewissenhaft, passt auf. Wir holen uns direkt mal hier den... Kollegen, so, treffen Sie bei diesen Patienten eine Entscheidung. Die Krankheit können Sie nicht teilen. Ihre Ärzte haben eine vollständige Diagnose für den Patienten gestellt. Er hat polierte Knochen. Bitten Sie den Patienten auf die Behandlung zu warten. Ja. Polierte Knochen weiß ich gerade nicht, wie ich es heilen kann. Neuer Zustand. Polierte Knochen. Ursachen, Sturz aus großer Höhe auf polierten Boden. Aua. Symptome, strahlender Glanz und die Unfähigkeit, die beeinträchtigten Gliedmaßen zu gebrauchen. Therapie, ein Gips wird eingelegt, um die Knochen zu heilen und den Glanz zu entfernen. Wo machen wir denn eine Gipsbehandlung? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wo kann ich denn, wie, was, ma, wo, nasen, hasema, flasen, bla. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt etwas, was ich gerade wirklich überhaupt gar nicht weiß, wo ich Knochenbrüche heilen kann. Wahrscheinlich auf der Station. Aber das weiß ich wirklich gerade gar nicht. Der Marc Hoffmann, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, mein Lieber. Schön, dass du auch mal reinschneist. Na, alles gut bei dir? So, Toiletten. Waschbecken. Pflanze, Heizkörper. So, nehmen wir mit. Jupp, 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 jupp. So. So. Toilette, 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 fertig. Alles gut und selbst, ja, mittlerweile wieder mehr oder weniger. War jetzt 2 Wochen krank gewesen. Die Corinna war da. Aber mittlerweile geht's wieder. Mittlerweile ist wieder alles gut. Ich sollte vielleicht mal die Geschwindigkeit des Spiels ein wenig runterstellen, weil das Spiel ist echt hektisch. Kann ich denn das hier mal... wie kann ich denn das... So, mache ich mal Mittel. Weil das ist mir echt teilweise zu hektisch. Ja, aber alles gut. Also uns hat es nicht ganz so krass getroffen, zum Glück. Deswegen alles gut. Ein Bundesliga-Fußballer möchte dem Krankenhaus einen Besuch abstatten. Stellen Sie eine offizielle Einladung für VIPs aus. Ja, na gerne doch. Komm rein. So, der eine Patient ist uns jetzt leider abgehauen. Alle Geräte qualmen, aber wir wissen immer noch nicht, was dem Patienten fehlt. Was sollen wir mit ihm machen? Schicken Sie den Patienten nach Hause, der Patient soll warten, bis Sie mehr Diagnosegeräte baut haben. Ja, genau. Wir nehmen das mal und ja, gucken einfach mal. Ich weiß immer noch nicht, sie brauchen mehr Diagnoseeinrichtungen. Diagnose. Ich habe leider keine Möglichkeit, außer... Nee, habe ich leider nicht. Ich kann nicht... Nee, habe ich nicht. Tolles Spiel, habe ich früher auch gerne gespielt. Ja, ist großartig, aber es artet teilweise in Hektik aus. Und das ist so ein bisschen blöd. Aber die Hektik ist hausgemacht. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, ich habe das früher, naja, nicht wirklich gespielt. Ich habe eine Demo davon gehabt. Und man konnte da den ersten Level und wenn man Glück hatte, den Bonuslevel mit den Mäusen spielen. Dass man diese Mäuse fangen musste. Und dann war die Demo aber leider schon vorbei. Ich glaube, das ging sogar nach Zeit, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die war, glaube ich, zeitlich begrenzt auf 15 Minuten oder sowas. Früher habe ich es halt nie gespielt, habe aber immer das Bedürfnis gehabt, es zu spielen. Also ich wollte das immer haben. Und es war meines Erachtens, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, war es eines der ersten Spiele die ich mir geholt habe, als ich angefangen habe mit Sammeln. Vor 5 Jahren mittlerweile. Ja. Okay, wie sieht das mit dem OP aus? Kriegen wir den hier hin? Ich war früher zu dumm dafür. Es ist, muss man auch sagen, es ist auch nicht ganz trivial, ne? Das muss man auf faire Weise dazu sagen, dass das Spiel nicht ganz trivial ist. Man muss halt schon ein bisschen so wissen, wie man manche Sachen halt einfach macht. Das ist halt einfach... Wieso passt denn das jetzt hier nicht hin? Scheiße, es passt nicht dahin. So, machen wir es so. Deswegen, also ich kann das schon nachvollziehen. Also manche Sachen habe ich früher auch nicht kapiert. War ich einfach zu doof zu, gebe ich zu. Aber mittlerweile weiß ich es und habe jetzt meine pure Freude dran. Vor allen Dingen, nachdem es halt vor ein paar Jahren das Two-Point-Hospital gab, was auch ein großartiges Spiel ist, was ich jedem nur empfehlen kann, der halt solche Spiele mag. Als Nachfolger im Geiste, sag ich mal, ist das ein absolut geiles Spiel und sollte man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ja. Ist halt leider vom Grafikstil so ein bisschen... Ja, ich mag diesen Grafikstil nicht unbedingt... Ja, Entschuldigung. Ich mag den Grafikstil nicht unbedingt zu 100% gerne, weil der doch ein wenig, naja, ist zu sehr 3D, zu sehr Comic-lastig. Deswegen... Naja. So, wir sollen einen Entlüftungsraum bauen. Wir müssen den Kollegen jetzt aber sagen, er soll noch warten. Die Durchsagen sind das Allerbeste. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Neuer Zustand, Fernsehfieber. Ursachen, zu viele Seifenopern. Symptome, Schauspielsyndrom, Therapie. Ein Psychiater überzeugt den Patienten, sich ein Radio zu kaufen. Ja, mach mal wieder. Klingt nicht verkehrt. Psychologen haben wir ja da. Beziehungsweise Psychiater. Psychiater und Psychologe sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Der eine darf Medikamente ausstellen, Rezepte für Medikamente, der andere nicht. Ja. So, Arzt in die Allgemeinmedizin, was ist denn hier schon wieder los? Wo rennen denn hier meine Ärzte schon wieder rum? Ich brauche, glaube ich, noch einen Doc. Gibt das Risiko? Boah, Alter. So, hier, nee, du, bleib mal hier, mein Freund. So, du bist... Hallo, komm mal her. Du gehst wieder da rein, ich brauche dich da. So, Knackbacken. Ursachen, das Zerbeißen von Eiswürfeln in Getränken, Symptome, Schmerzen und häufige Besuche auf der Toilette. Warum sollte man wegen Eiswürfeln häufig auf Toilette müssen? Wegen Pinkeln oder was? Weiß ich nicht. Da ist eine Geräusche-Action, ja, so ein bisschen. Therapie, 2 Chirurgen entfernen, das Knacken ohne die Wände der Backen zu berühren. Okay. Haben wir den Chirurgen? Ich guck mal gerade. Ich habe ein Problem. Ich habe keine Chirurgen. Scheiße, ich kann keine Chirurgen einstellen. Treffen Sie Patienten, Chirurgen einstellen. Ja, ich muss leider warten, bis ich Chirurgen einstellen kann. Und dann so. Neuer Zustand, heiße Rippchen. Ursachen, sitzen auf heißen Stein. Symptome, unangenehmes, warmes Gefühl im Brustkorb. Therapie, die heißen Rippchen werden von 2 Chirurgen entfernt und aufgegessen. Das klingt nicht verkehrt, da bin ich dabei. So, ein Vorfall bei Labor Gefahrlikus. Patienten 3, Krankheit, Schlafkrankheit. Medikamente, Wirksamkeit 90%, maximaler Bonus 2700. Nehmen Sie den Notfall an. Ja, meine Güte, ey, ich bin hier schon wieder in dieser Hektik. Ist schrecklich, oder? Eiswürfel gleich Durchfall wegen vielleicht verseuchtem Wasser. Wait. Machst du dir verseuchtes Wasser in deine Eiswürfel? Ich glaube, das ist nicht so gesund. Heiße Rippchen, oh ja, lecker, lecker. Ja. So, treffen Sie bei diesem Patienten eine Entscheidung. Die Krankheit können Sie nicht heilen. Ihre Ärzte haben eine vollständige Diagnose für den Patienten gestellt. Er hat Spitzzüngigkeit. Ich kann leider gerade keine Spitzzüngigkeit heilen, weil ich den Platz nicht habe. Der hier soll warten. Mit der Spitzzungenreibe kann ich leider, wie gesagt, gerade nicht bauen, weil ich keinen Platz mehr habe. Alter, was ist denn hier los? Meine Fresse, ich brauche Chirurgen. Ich brauch dringend Chirurgen, und um Chirurgen mir holen zu können, muss ich unser Gebiet leider erweitern. Meine Fresse, ey, das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen hektisch. Ich habe die Geschwindigkeit schon runtergestellt vom Spiel, aber trotzdem sagt mir das Spiel gerade... Hä? Warum ist das jetzt weggegangen? Also, ja. Wenn man es nicht weiß, dass das Wasser verseucht ist, dann kann das vielleicht passieren. Fair enough. Ist ein Argument. Ist ein Argument. Dann gehe ich mit. So, was kostet das hier? 11.400, wir haben noch 26.000. Wäre eine Investition, die ich gerade nicht tätigen wollen würde. Ich nehme lieber erstmal diese kleinen Räume, kosten nämlich nur 570. Kaufen, her damit. Und, ja, gucken wir mal.